Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was macht eigentlich ein Versicherungsmakler? Hier kommt die Antwort. Erst einmal das Wichtigste. Ein Versicherungsmakler ist kein Versicherungsvertreter. Wie der Name schon sagt, vertritt der Versicherungsvertreter den Versicherer, also dessen Interessen. Er kann daher natürlich nur dessen Produkte anbieten, ob sie nun passen oder nicht. Ein Versicherungsmakler hingegen ist unabhängig und sucht für Sie nach den passenden Verträgen bei vielen verschiedenen Anbietern. Denn ein Versicherungsmakler vertritt Ihre Interessen. Dazu ist er sogar gesetzlich verpflichtet. Hört sich gut an, aber braucht man das wirklich? Haben Sie manchmal das Gefühl, nicht zu wissen, was genau in Ihren Versicherungsverträgen steht? Fühlt sich die Auswahl der richtigen Versicherungen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen an? Sind Sie auch wirklich sicher, dass Sie nicht zu viel für Ihre Versicherungen bezahlen? Genau hier hilft Ihnen ein Versicherungsmakler weiter. Er analysiert Ihren Bedarf und sucht passgenau nach der günstigsten, auf Sie zugeschnittenen Versicherung. Sie bekommen also einen perfekten Versicherungsschutz und sparen gleichzeitig Geld. Klingt schon ganz gut, geht aber noch besser. Ab Erteilung des Maklerauftrages haben Sie einen Ansprechpartner, der sich auch um alle Ihre schon laufenden Verträge kümmert. Ihnen entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Er bearbeitet für Sie alle Schadens- und Leistungsfälle, kümmert sich um den ganzen Papierkram und überprüft regelmäßig, ob Ihr Versicherungsschutz noch zu Ihnen passt. Und das alles nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre ganze Familie und Ihre Firma. Wenn Sie möchten, hilft auch Ihnen das Team von Versicherungsmakler Oppermann und Partner gerne weiter.